Hallo Gamer Freunde und Ladies, willkommen zurück zu Armikrog Part 10. Ja, wir haben jetzt die Einheit eingesetzt in den Generator und setzen jetzt mal alles unter Strom durch unseren Hund. Na dann, schalt mal ein. So, jetzt fragen wir den nochmal. Bolle! Okay, sehr hilfreich. Die Frage ist jetzt hier natürlich, welche ist denn hier gemeint? Na gut, gehen wir nochmal hier. Des Weges weiter. So, jetzt können wir nämlich hier lang gehen. So, jetzt leuchtet auch hier der Strom und wir fahren wieder in der Gondel. Los geht's. Ja, vielleicht bekommen wir das ja hier mit, welchen Roboter wir bauen müssen. Aha. Ach so, ja. Ja. Puh, okay, ja. Ja, was wie über. LLL. Gut, kurze Fahrt. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Und zack. Dann mal wieder runter. Oh! Einfach mal wild ausgewählt. Aha. Ja, wenn ich jetzt hier mal so schaue.
Wenn ich jetzt mal genau schaue, können wir ja den nicht richtig machen, den nicht. Wir können nur den ganz genau nachstellen und den hier, und das war's dann schon. Na gut, probieren wir es nochmal. Jetzt muss ich mal schauen. Der hat die einfach so die Spitze, ja? Das ist der einzige. Ja. Okay. Dann dieser Bogen. Ich hoffe, das haben sie. Oh Gott, das haben sehr viele. Und noch so ein Strich. Das ja, ne? So, und dann den mit den Zacken. Und der. War das das mit dem Pfeil nach unten? Ja. So, dann der Greifarm und dann rechts diese Bögen. Achso, das habe ich schon zufällig ausgewählt. Und unten dann mit diesen Wellen. Das ist zu viel. Das ist es, ne? Genau. So, schauen wir mal. Verstehe, verstehe. Okay, dann nehmen wir das mal mit der Unterbrechung. Das ist der hier. Dann mit dieser Wölbung und den zwei Strichen. Na nur. Den gibt's ja gar nicht. Wieso gibt's denn den nicht? Was ist da los? Der hat diese zwei Striche unten. Ja, wie soll man denn da das Rätsel lösen? So, und dieser Bogen, ne, halt hier. Hör, das ist was ganz anderes. Und dann sieht es aus wie so ein Greifarm. Und dann so ein Bogen. Ja, das ist ja seltsam. Boah, wie soll man denn das rauskriegen? Huhuhu. Das ist jetzt nicht ohne.
Ja, auf jeden Fall müssen wir das so einstellen, dass es genau eben das Nest trifft oder die Steine. Ich denke mal eher, dass wir das Nest wegschießen müssen. Aber war da auch noch so ein Rätselhinweis, aber. Ja, wie nutzt man den jetzt genau? Gesagt, den einen kann man ja super nachbilden und schießt, aber es trifft nicht. Mal überlegen. Oder wenn es ein Ei sein soll, dann fliegt es natürlich direkt aufs Nest. Tja. So, Moment. Der und der Kopf. So, ich probiere noch mal das. Das hatte ich ausgewählt. Halt, Moment, das war zu tief. Genau, das gibt es nämlich auch noch. Das hat noch so an der Seite und das ist glatt, genau, links, unten. Und dann wie so ein Greifer. Das hatte ich vorher gehabt, genau. So. Ja. Na dann, werde ich das jetzt mal probieren. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Es ging gerade düdüt. Robobauer. Ah! Löse das Rätsel des Roboters. Cool. Wieder mal mit Glück löst man die guten Rätsel. Haha. Okay. Super cool. Ja, da werde ich an dieser Stelle einen Cut machen und beim nächsten Mal geht es dann direkt weiter an der Stelle, wo wir mit der Bahn lang fahren können. Dann fahren wir unter den wirren Ei-Freunden vorbei und schauen wir mal, was uns dann noch erwartet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Part. Ciao.